kann ich denn heute nur tun? Oh, es ist so langweilig. Hallo, ich bin's wieder, die Mira-Chan, und wir sagen auch natürlich von unserem Kanal weiterhin Stay at Home. Und wir haben ein paar Tipps gegen eure Langeweile. Falls ihr einfach nicht wisst, was ihr noch machen sollt, falls ihr in Quarantäne seid, Ausgangssperre und so weiter, was uns natürlich gerade jeden belastet. Hier sind ein paar Tipps. Und zwar könntet ihr auch mal wieder DVDs gucken. Ihr könntet auch einfach mal etwas dickere Bücher lesen, weil sonst hat man ja meistens die Zeit nicht. Dann könntet ihr auch einfach mal einen Serienmarathon machen. Es gibt doch so viele Serien und Streamingdienste. Falls ihr auch nicht so die TV-Gucker seid, zum Beispiel The Walking Dead, hat jede Menge Staffeln. Was ihr natürlich sonst noch stalken könntet, wäre natürlich unser Kanal Mira-Chan. Wir haben jede Menge Let's Plays und einfach mal lustige Challenge-Videos und Outtakes-Videos, und das lohnt sich auch immer wieder für neue Sachen. Für die, die einen Garten haben, könntet ihr natürlich auch einfach mal euren Garten ein bisschen umflügen. Bei mir zum Beispiel ist es der Balkon. Ich war schon mal auf dem Balkon und habe Unkraut gezupft. Falls ihr sowas auch noch habt. Ihr könntet euren Frühjahrsputz jetzt gerade machen. Fenster putzen, Staubsaugen, Staubwischen und so weiter. Ihr könntet auch einfach mal den Kleiderschrank ausmisten. Was ihr nicht mehr braucht, was euch nicht mehr passt, einfach raus damit. Bügeln ist auch eine Zeitbeschäftigung. Wenn man viele Klamotten einfach sonst nicht mehr bügelt, nehmt euch auch einfach das Bügeleisen und zack. Dann könntet ihr noch eure Galerie auf dem Handy aussortieren. Alle Bilder, die ihr einfach nicht mehr braucht oder nicht mehr haben wollt, könntet ihr auch einfach mal so ein bisschen aussortieren. Für die Frauen natürlich unter euch, Make-up-Experimente. Man könnte einfach mal andere Sachen ausprobieren, weil dafür hat man ja Zeit. Ich zum Beispiel muss meine Nägel noch selber machen, weil natürlich auch das Nagelstudio zu hat. Also einfach mal so ein bisschen was für die Nägel machen. Frisuren. Ihr könntet einfach mal neue Frisuren ausprobieren, was man sonst dann vielleicht einfach nicht macht, weil man geht ja nicht raus, und wenn es dann nicht, also nichts geworden ist, macht ihr es einfach wieder raus. Ihr könntet eure Nachbarn ärgern. Ihr könntet einfach mal ein neues Instrument üben. Geige, Klavier, Gitarre, was man ja sonst vielleicht auch einfach mal nicht macht. Oder die Sprachbegabten. Übt doch eine neue Sprache. Man könnte einfach vielleicht sein Englisch aufbessern, oder ihr lernt einfach Spanisch, Japanisch, Koreanisch oder was es sonst auch alles so gibt. Ihr könntet nähen. Nähen, basteln, was ihr auch immer möchtet. Ihr könntet Sport machen. Ich zum Beispiel habe eine Sport-App und die benutze ich auch fast jeden Tag. Natürlich könnt ihr auch draußen einfach mal spazieren gehen, aber bitte nur mit euren eigenen Haushalt. So, das war's mit den Tipps von mir. Wenn euch noch was anderes einfällt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schmeißen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye!